Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Wir wollten ja jetzt zu Scarecrow bzw. seinen Missionsstrang weiterführen. Das werden wir einfach mal machen. Achso, Kleinkriminelle und so nehmen wir vielleicht mal so hier mit, indem wir da mal kurz drüber brettern oder so. Aber hauptsächlich solche ganz kleinen Nebenmissionen wie Fragezeichen finden und Schlägern auf die Fresse hauen. Ups. Das machen wir jetzt nicht hauptsächlich. Da müssen wir hoch. Und direkt hinterher. Dieser Greifhaken ist auch schon prima, um hier durch die Stadt zu gelangen. Also, du hast schön viele Möglichkeiten, um hier von A nach B zu kommen. Indem du halt einfach den Greifhaken nimmst oder das Bettmobil nimmst oder durch deine Flügel bzw. deinen Umhang hier von A nach B gleitest. So, da ist es. Identität bestätigt. Das ist geil, ne? Überleg mal, ihr kommt in euer Zimmer, habt da eine Statue oder sowas stehen, knickt dann mal kurz den Kopf ab, ihr werdet gescannt und auf einmal kommt euer ganzes Hightech-Spielzeug um die Ecke. Das ist doch geil, ne? Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich habe mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Na klar, wenn wir das machen. Ab geht's. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Und los geht's, Gleitflug. Der ist doch cool, ne? Dass du im Prinzip so ein bisschen steil nach unten und dann schön über die Stadt gleiten. Das macht schon Fun. Das ist eine coole Möglichkeit, um wie gesagt von A nach B zu kommen in der Stadt. Und jetzt ziehst du dich einfach ran und kriegst nochmal einen extra Schub, indem du Doppel-A drückst und dann hast du auch schon so gut wie alles zurückgelegt, was du zurücklegen willst. Und bam, da sind wir auch schon. Nochmal ein bisschen hängen geblieben, bisschen besoffen. 50 Meter, wo müssen wir hin? Da runter. Zack. Ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Das mache ich auch immer in meiner Freizeit. Eisenplatten von Generatoren abreißen. So, wir werden jetzt... Warte mal, was werden wir jetzt? Ach, da hinten müssen wir hin. Okay. Auf und davon. Ups, oh Gott. Achso, was man vielleicht noch kurz erzählen könnte. Ich habe vor kurzem den neuen Comic-Con-Trailer gesehen von Batman vs. Superman. Falls ihr ihn gesehen habt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Trailer so findet. Ich freue mich ja saumäßig auf den Film, ne? Also ich habe da echt Bock drauf. Ich bin sowieso zurzeit auch durch das Spiel wieder so ein bisschen auf Batman gehypt. Ja, Mann, extra kleines Spielzeug. Jetzt zeige ich euch gleich mal, was wir da mit so Schickes machen. Mit dem Gleiter, das kann ich hier schon mal spoilern. Mit dem Gleiter bin ich bis jetzt noch nicht geflogen. Ich glaube auch nicht, dass man damit fliegen kann. Das wäre vielleicht nochmal so ein extra Sahnehäufchen gewesen. Gut. Also, wir visieren an und reißen erstmal das komplette Ding hier runter. Und direkt mal rüber. Okay. Der Erfolg gibt uns recht. Wir haben es geschafft. Ich hätte ja gedacht, dass wir es nicht schaffen. Warte mal. Hier ist es. Da müssen wir wieder gegen. Und dann ziehen wir das auch zurück. Machen uns hier so eine kleine Sprungschanze, damit wir da sauber rüberkommen. Und oh, Entschuldigung, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Erstmal unsichtbare Wand. Okay, egal. Schwupps und jump. Wir haben es gepackt. Warte mal. Ach, da ist was, okay. Das sah eben aus meiner Perspektive so ein bisschen aus, als wenn da nichts wäre. Bam. Wir machen uns ein wenig Platz. Ich meine, wir würden auch so vorbeikommen, ne? Das ist übrigens mit L2. Wir geben nicht richtig Gas, sondern wir... Ja, wir können im Prinzip in alle Richtungen fahren, wenn wir L2 gedrückt halten. So. Jetzt werden wir... Ach so, okay. Wir können hier auch noch hinfahren. Und dann müssen wir wieder anvisieren, ne? Upp. Die Taste aus Versehen losgelassen. Schwupps. Der Ankerpunkt ist und wir ziehen. Ich kann okay, das bringt natürlich nicht nichts. Bewegen, aber vielleicht jetzt geht's genau andersrum. Jetzt rollen wir das sozusagen wieder ein, die Schnur. Und rollen uns einfach mit ein. Wir hängen wie eine Spinne am Faden. Und es funktioniert. Zack. Haben wir super gepackt. Und da sind wir auch schon. Schwupps. Gas geben, jetzt achte man auf das Gelbe rechts im Tacho. Ja, das muss natürlich voll durchgedrückt werden, damit wir das dann auch schön überladen. Ein Licht geht an. Rabimmel, rabammel, rabum. Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, melde dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert.
Danke, Oracle. Hier kann man sich übrigens nochmal die Charakterinfo reinziehen, falls man... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Falls man Bock drauf hat, hier sind die ganzen Charaktere. Ne? Jedenfalls, worauf ich nochmal hinaus wollte, wo ich jetzt Robin gesehen habe. Achso, warte mal, wir haben ja noch eine Mission, dann verfolgen wir die weiterhin. Ich hatte unter dem Batman Arkham Knight Trailer zu dem Spiel eine kleine Unterhaltung, Konversation, wie man es auch immer nennen möchte. Mit einer anderen Person, die meinte, ey, das Design von einigen Figuren sieht voll scheiße aus. Damit war unter anderem Robin gemeint. Weil Robin ist ja in Arkham City auch schon aufgetaucht und der hatte da ja noch ein klein wenig anderen Look. Okay. Es wird ein wenig tricky hier. Da hatte er ja noch die Kapuze auf und so und jetzt sieht er halt ein bisschen doof aus. Das machen wir übrigens jetzt im nächsten Part, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Jedenfalls, dass der doof aussehen würde. Und ich muss dazu sagen, ich finde das jetzt nicht so. Also ich finde den eigentlich okay. Ich finde es allgemein auch cool, dass so viele verschiedene Charaktere hier mitmachen. Auch, ja, wie gesagt, Oracle und eben, dass du dann auch Robin und auch später wird nochmal Nightwing auftauchen. Das ist ein kleiner Spoiler, aber... das werdet ihr ja noch mitkriegen. Der wird auch nicht so wirklich in die Hauptmission eingreifen, sondern eher so nebenmissionmäßig da sein. Aber naja, an dieser Stelle würde ich sagen, werde ich den Part jetzt beenden. Die Typis machen wir beim nächsten Mal platt. Das sind 5 Mann plus Geisel. Alle bewaffnet. Und ich werde euch dann mal zeigen, wie man die am schnellsten ausschalten kann. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao!